Immer mehr dieser Arbeitsplätze werden übrigens von Menschen mit ausländischen Wurzeln geschaffen. Dabei denken viele jetzt wahrscheinlich an den Türken, der den Döner verkauft, den Gemüseladen betreibt oder die kleine Nähstube. Doch diese Klischees, die stimmen nicht mehr. Immer öfter nämlich sind Migranten in ganz anderen Branchen ihr eigener Herr. Auf diesem Speditionshof in Berlin ist ein Traum in Erfüllung gegangen. Sein Traum. Mit 7 Jahren kam Osman Sönmez nach Deutschland. Der türkische Junge wollte nur eins, seinen eigenen Brummi. Aus einem LKW wurden 60 und aus Osman Sönmez ein erfolgreicher Unternehmer. Chef sein in Deutschland, das ist für ihn eine Selbstverständlichkeit. Sein Erfolgsgeheimnis? Muss man sich erstmal selber freimachen von den Klischees und natürlich viel Fleiß, viel Leistung gehört immer dazu. Sehr viel Fleiß, sehr viel Leistung. Seine Firma ist ein beliebter Arbeitgeber. 75 Mitarbeiter aus 7 Nationen. Noch nie waren Unternehmer mit ausländischen Wurzeln so wichtig für den Standort Deutschland. In Berlin stehen sie schon jetzt hinter der Hälfte aller Firmengründungen. Jede zweite Unternehmensgründung, das schafft Arbeitsplätze und die Unternehmen sind sowohl was Beschäftigung, aber auch was Ausbildung anbelangt, voll mit dabei. Unternehmer,